Die Frage Nummer 4 für das Ausbildungsfach Menschliches Leistungsvermögen für die Pilotenlizenz lautet: Welchen Sauerstoffanteil hat Luft in einer Höhe von ungefähr 6000 Fuß? Die richtige Antwort lautet 21%. Im Ausbildungsfach Menschliches Leistungsvermögen für die Pilotenlizenz ist es wichtig zu wissen, dass der Sauerstoffanteil der Luft in verschiedenen Höhen konstant bleibt. Unabhängig von der Höhe beträgt der Sauerstoffanteil der Luft etwa 21%. In einer Höhe von ungefähr 6000 Fuß ist der Sauerstoffanteil der Luft also weiterhin 21%. Dies ist eine kritische Information für Piloten, da die Dichte der Luft mit zunehmender Höhe abnimmt, was den Sauerstoffpartialdruck reduziert und die Sauerstoffverfügbarkeit für den Körper beeinflusst.